Und ich stehe am Fenster und ich sehe, wie die Menschen aus dem Ghetto rausgeführt werden. Und von der lettischen Seite kommt eine Gruppe von vielleicht 5 Männern. Und alle haben Rucksäcke auf dem Rücken, schwere Rucksäcke. Und ich denke, wozu nehmen sie diese Rucksäcke mit Holz aus dem Ghetto raus? Es ist Gimmich gekommen, der Gehilfe von Krause, und hat einen Eisenstab wie ein Spieß und sticht in die Rucksäcke hinein. Und aus einem floss Blut. Und haben den Rucksack auf den Boden gestellt, aufgemacht, und da kam ein kleines Mädchen raus, von vielleicht 2,5, 3 Jahren. Und der Vater hat versucht, das Kind aus dem Ghetto rauszubringen und war betäubt. Und auf der Stelle wurden die beiden erschossen.